Hallo alle zusammen! Heute machen wir ein Video über das Schiff MS Wissenschaft. Das Schiff MS Wissenschaft macht seit 2002 ein Tour in 34 Städte. Es geht darum, was für die Gesellschaft wichtig ist. Das Schiff MS Wissenschaft macht verschiedene und neue Ideen jedes Jahr. Und in diesem Jahr ist das Thema Arbeit, Welt, der Zukunft. Hallo, ich bin Kai, ich bin 22, ich bin eigentlich Student und arbeite jetzt seit 2 Wochen hier als Lotse auf der MS Wissenschaft, einem Schiff, das durch Deutschland fährt, auf dem man halt was über die Arbeitswelt in der Zukunft lernen kann dieses Jahr. Bei unserem Exponat Lebenswege die Möglichkeit, sich verschiedene Lebenswege, wie das Exponat schon sagt, anzuschauen, zu schauen, wie entwickeln sich Lebensläufe, was machen Menschen, welche Möglichkeiten haben sie in ihrer jeweiligen Situation, und auch unsere älteren Besucher, die diese Lebenswege vielleicht schon beschritten haben, können sich hier anschauen, dass diese Lebenswege, wie es sie vielleicht früher gab, dass man in einem Unternehmen sehr, sehr lange gearbeitet hat, dass es die heute vielleicht nicht mehr gibt, sondern heute mehr Flexibilität gefragt ist und man halt in mehreren Unternehmen für kürzere Zeit arbeitet. Unser Augmented Reality Brille, was auf Deutsch erweiterte Realität heißt, hat man die Möglichkeit, mit Hilfe der Unterstützung einer Datenbrille eine Palette optimal zu packen. Sprich, man bekommt angezeigt, wo sind die Pakete, wo muss das Paket hin und was soll ich als nächstes machen. Und was ist jetzt mit dem Arbeit passiert, mit den technischen Sachen und so, Computer, wie wird das in Zukunft, was wird das verändern? Also was wird? Ich glaube tatsächlich, dass die Technologien, die wir hier in der Ausstellung kennenlernen, den Menschen helfen können bei der Arbeit. Sie können ihn unterstützen, und ich glaube tatsächlich, dass es diese Angst, die es ja auch manchmal gibt, dass die Arbeit dem Menschen halt durch den Roboter weggenommen wird, dass diese Angst ein bisschen durchaus in einigen Teilen begründet ist, aber ich finde, man kann hier auch sehr schön sehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wo die Technologie den Menschen unterstützen kann. Das war alles für heute. Das war sehr schön, sehr spannend. Wir haben echt schon Erfahrung gehabt. Schaut auch schon mal nach, wenn das MS-Wissenschaft bei euch auch in eurer Stadt ist. Und ich hoffe auch euch viel Spaß dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.